Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Heute dem Unboxing der Senta, egal wie weit, Deluxe Box. 39,99 € habe ich dafür gelohnt und ihr findet den Link zu dieser Box, um sie zu erwerben, in der Beschreibung direkt über dem Link zu meinem Messer. Das könnt ihr gebrauchen, wenn ihr beispielsweise Deluxe Boxen öffnen wollt. Ich habe keine Ahnung, wer Senta ist. Das spielt zum Glück aber auch keine Rolle. Denn es geht mir nur um die Inhalte dieser Deluxe-Box und ob sie 39,99 € wert ist. Ich bin gespannt. So, egal wie weit. Okay, hier ist im Hintergrund so eine große Stadt zu sehen mit Bergen. Könnte Istanbul sein beispielsweise. Oh, sieht so ein bisschen aus, so ein bisschen so in die Richtung so. Ja, ne. Schick gemacht auf jeden Fall. Jetzt nicht sonderlich hochwertig, denn... ja, außen ist dann einfach so braun, geht es ein bisschen über, aber, ja, Energie. Ist ganz nett, ist ganz nett. Was, Alter, stopp. Oh. Too much to read. Was soll das? Warum? Warum tut man mir das an? Limitierte Fanbox, okay. Ich freue mich sehr darüber, dass meine persönliche Box den Weg zu dir gefunden hat. Ich teile mit dir die Dinge, die mich glücklich machen und ich hoffe, dich auch. Das sind Tools aus meinem Leben. Okay, ich hoffe, hier ist der Satisfier drin. Ich hab... So, ne, trinken wir einfach mal ein. Ja, das ist mir definitiv zu viel zu lesen. Gut. Ach du meine Güte. Alter, das Erste, was uns entgegenkommt, ist ein Jutebeutel. Beziehungsweise ein 100% Baumwollbeutel made in India. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Das wäre wundervolle Worte, wir darauf finden. Vielleicht ist unperfekt perfekt. Und das genau der Punkt, worum es geht. Senta, egal wie weit. Also hier, Leute, packt die Schwimmflügel ein. Das ist so tiefgründig, man könnte ertrinken. Nein, ja, ist ein Jutebeutel, okay. Ja. Nicht der krasseste Jutebeutel, oder Baumwollbeutel in dem Fall, aber man kann darin durchaus sein Gemüse vom Wochenmarkt transportieren. Gut, weiter geht's mit dem Album. So, wir haben endlich mal wieder ein paar normale Verpackungen. Und hier diesen ganzen Pappscheiß. Das finde ich sehr schön. Dass ich das nochmal lesen darf. Da. Sind da egal wie weit. Okay. Hier haben wir eine Auflistung der Songtitel. Dass die nicht untereinander oder nebeneinander sind und nicht nummeriert sind, macht mich völlig krank. Alter. Ja, scheinbar ist es nicht egal, wie weit ich weg bin, weil ich soll noch weiter weggehen, so wie es hier gestikuliert wird. Scheinbar ist das hier der Hinweis drauf. Ja, 1,50 Meter Abstand bitte. Wir haben immer noch das Problem mit dem Covid-19. Also bitte hier nicht so nahe, danke dir. Ja, das höre ich, wenn ich das sehe. Gut, hier haben wir... vor ein paar sehr angenehmen Fotografien, die Songtexte. Endlich mal was Sehenswertes. Also ich meine jetzt natürlich, wer hier diesen Song produziert hat, und zwar Nikolai Potthoff. Grüße gehen raus an dieser Stelle. So. Ja, das finden wir auch auf den weiteren... Oh, wir haben nochmal eine Danksagung, die auch unfassbar lang ist. Heilige Scheiße. Okay, ist aber ein sehr schön gemachtes Booklet, wenn du mich persönlich fragst. Die meisten, also ich habe in so vielen Boxen immer, da sind nur so zwei, drei lieblose Studiofotos oder das einfach dasselbe Bild wie auf der Autogrammkarte oder auf dem Poster nochmal in der Mitte ist oder so. Und das war's dann. Hier hat wirklich jeder Song sein eigenes Bild und so ordentlich gemacht. Keine lieblosen Studiofotografien. Nice. Gefällt mir. Schön gemacht das Ganze, wirklich. Gut. Und hier. Na, eine Postkarte. Okay. Gut. Oh. Dann, Cosmos Bipinatus. Apricot Lemonade. Cosme. Joradal. Gärten und Pflanzungen. Egal wie weit. Steht da mal drauf. Ja, Cosme. Das habe ich echt noch nie gehört. Das ist auf jeden Fall eine Blumenart. Cosme sind unglaublich robust und reich blühende Schnittblumen.
gut, okay. Ja, also hier kann man auf jeden Fall seine eigenen Blumen pflanzen. Das ist auch wunderschön. So, wir kommen nun zum letzten Inhalt dieser Box. Zeit für dich. Dein Buch für deine Gedanken. Ich in Liebe, Senta. Ja, das ist auch eine Art und Weise, sich sehr einfach zu machen. Alter, ist das ernst gemeint, Alter? Also im Prinzip haben wir ein leeres Buch. Okay, gut. Was hat die gekostet, die Box? 40 Euro. Wir zahlen hier 40 Euro für ein paar Blumensamen. Einen wirklich nicht sonderlich krassen Jutebeutel. Der Baumwollbeutel, man nennt das halt so. Die Postkarte, das Album. Naja, die Box ist jetzt nicht sonderlich krass. Die ist ja Standard gehalten und ein Notizbuch. Ja, das sind die besten 40 Euro, die ich in meinem ganzen Leben jemals investiert oder ausgegeben habe. Also, wir haben auf jeden Fall ein kurzes Video heute. Hat ja schön Minus gemacht mit der Box, mit 6 Minuten, aber naja. So ist das Leben ist hart. Gottes Willen, also 40 Euro für das schmerzt halt wirklich. Das schmerzt. Gründe, warum man diese Box kaufen sollte. Finden wir, glaube ich, auf Seite 40. Ja dann. Tschüss und danke fürs Anschauen, euer Max Senterberg.